Herzlich willkommen zum Wochengruß Nummer 22 irgendwas. Zum zweiten Advent. Und weil es gerade angesprochen worden ist, wir haben den weltbesten Mikrofonhalter. Darf ich dir mal zeigen? Das ist nur sehr oberflächliche Menschen würden sagen, es sind Pfannenwender. Es ist ein Mikrofon. Die Geschichte kam folgendermaßen. Ich habe diese wirklich guten Mikrofone gekauft. Die mache ich gerade Schleichwerbung, mache ich nicht. Ne? Und dann hat mich ein Teilnehmer darauf hingewiesen, es gäbe dazu von derselbigen Firma auch Griffe, wozu es zu einem richtigen Mikrofon wird. Da habe ich also geguckt im Internet, habe gesehen, es gibt den Griff, der kostet 40 Euro. Und er war vergriffen. Dann dachte ich mir, das geht auch einfacher. Und seitdem sprechen wir hier in den Löffel. Wir haben heute zwei liebe Gäste im Wochengruß. Ehemalige Teilnehmer. Dirk gehörte hier früher zum Inventar. Eigentlich warst du ein Stück Jablonski-Straße. Und jetzt, so schließt sich der Kreis, kehrst du hierher zurück als Trainer. Und wie ein Komet, der nach Hause ist. Das ist ein komisches Bild, oder? Ja, oder Phönix in die Asche. Phönix in die Asche. Hier, nimm den Löffel. Gott, ich darf ihn wirklich halten. Du darfst ihn wirklich halten. Und du warst jetzt hier nochmal 2 Stunden dabei im... Du dachtest, es wäre Practitioner, aber es war Master. Ja, genau. Ach, nee, ich hab's selber. Genau. Ich bin wieder total geflasht noch so von damals, als wir mit dem Modeling Practitioner angefangen haben. Ich war schon ganz überrascht, dass es der 5. ist, der jetzt läuft. Steht der auf der... Das ist... So geht die Zeit ins Lande, aber es ist wirklich wie nach Hause kommen. Das hast du, glaube ich, auch gesagt. Das habe ich gesagt, ja. Das ist Hannelore. Ich bin Hannelore. Und wir drei haben uns, glaube ich, kennengelernt, im Grunde so richtig kennengelernt, in der ersten NLP Masterclass in Kitzingen im Hause Landsiedel. Genau. Das war... Große Klasse. Geil. Ja, das war geil. Und ich weiß noch, ich habe damals, es war nicht Zeilitzheim, der Vortrag zur Masterclass. Wo war der? Das war in Nürnberg, da bin ich extra nach Nürnberg gefahren. Und da habe ich gedacht, den höre ich mir mal an, den Ralf. Und ich weiß noch gut, ich habe dann zu dir gesagt, ich bin noch kein Trainer, kann ich trotzdem teilnehmen? Und du hast gesagt, ja, wenn du keine dummen Fragen stellst, das ist okay. So was würde ich nie sagen. Ja, ein paar Jahre später, wie lange ist das her? 5 Jahre ungefähr? Ja, geile Zeit, ist viel passiert. Und um das hier mal öffentlich zu sagen, weil es hören ja Leute in der Welt zu, du hast mein Leben verändert, weißt du das eigentlich? Ich weiß, weil aber du kannst es gern selber noch du mal erzählen. Du hast mich auf ein Thema aufmerksam gemacht, wo mir im Nachhinein nicht klar ist, wie ich es geschafft habe, das Thema so lange zu übersehen. Das ist das Thema Hochbegabung. Ja. Und das hat so viel dann in meinem Leben, im Leben von vielen Teilnehmern, das hat ja dann wirklich auch Wellen geschlagen. Und ich weiß, wie du guckst, es ist ja ein ambivalentes Thema, hat ja nicht nur Vorteile. Aber ich bin dir wirklich dankbar dafür, dass du irgendwann das Wort gesagt hast. Das freut mich. Da hat sich viel geändert. Mir ist halt da aufgefallen, dass du das für völlig normal findest, dass du an 5 Sachen gleichzeitig denkst. Und dir schon überlegst, was du für ein Format aus dem machen könntest, was gerade jemand gesagt hat. Und zwischendurch einfach deine ganz normalen Übungen machst und Vorträge machst. Und ich habe mir gedacht, er merkt es nicht. Er merkt es nicht, dass das was Besonderes ist. Danke. Es gibt ja auch noch mehr in deiner Familie. Ja, also heute wieder hier nach längerer Zeit. Es fühlt sich an wie Heimat. Es ist schön, dich zu beobachten. Es ist immer wieder schön zu sehen, wer hier ist, welche Leute hier sind. Es ist immer ein Gewinn. Und ja, ich werde weiter Werbung machen. Danke dir. Gruß an alle Zuschauer. Von Geschichten kennen dich viele. Matthias, darf ich dir in die Wäsche gehen? Ich glaube, ich ziehe mich selber aus. Ich freue mich so drauf. Genau. Komm, zeig's uns. Wer bin ich? Ich bin... Oh. Ich ziehe mich jetzt mal aus. Oh. Es ist immer dieses... Das ist immer das Finale von den Wochenenden, wo Matthias... assistiert und dann seine wahre Identität zeigt. Obwohl, wir haben ja jetzt festgestellt, dass S steht für Sonntag oder auch für stumpf oder auch für Superman. Genau. Super Schlumpf? Nein, super Stumpf. Okay, es war auf jeden Fall ein geiles Wochenende. Mal gucken, was Ralf jetzt noch für eine Frage stellt. Guck mal, hier läuft jetzt jemand rum, der nicht auf der Kamera mit drauf sein wollte, aber er kommt, er findet nicht raus. Tschüss. Bye, bye.
Jetzt wirst du doch einmal reinwinken, wa? Ja, weil der Tier. Das ist Gojo. Tschüss. Genau. Der auch assistiert hat. Ja, was fandest du am Wochenende? Was fandest du gut? Wir haben selten so gelacht wie an diesem Wochenende, wa? Definitiv. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt alles sagen kann oder ob man nicht manche Sachen einfach wirklich geheim halten muss. Ich glaube, es ist sinnvoll, einfach mal herzukommen. Ja, sich einfach mal anzumelden, hier kommen, man gibt sich einfach mal ein Wochenende und taucht einfach mal in diese wunderbare, spaßige, erkenntnisreiche. Was sind die Wochenenden, wo die Leute dich erleben können? Interessant. Ich war zum Beispiel an diesem Wochenende da. Das nächste Mal, das nächste Masterwochenende ist definitiv im Februar, Anfang Februar. Und zwischendrin haben wir auch noch diverse spannende. Bist du am Erlebniswochenende Trainer? Trainer, das ist mir jetzt Assistent. Neu, aber ich sage einfach mal ja. Finde ich cool. Aber da ist ausgebucht. Bist du an dem Online-Modeling-Tag am 4. Advent Assistent? 4. Advent? Online? Ich wollte eigentlich Teilnehmer sein, ehrlich gesagt. Also wie auch immer, er ist da zu erleben. Hast du 2000 Punkte auf der World of NLP gesammelt? Nee, aber ich habe... Hallöchen. Wir machen hier gerade eine Videoaufnahme. Es gab ja irgendwie zwei Möglichkeiten, nur nach dem Motto. Ja. Ne? Also entweder man hat 2000 Punkte oder man zahlt den Preis oder es gibt noch einen dritten Trick. Nee. Aber den verrate ich jetzt nicht. Es gibt noch einen dritten Trick? Aber erzähle ich dir später. Genau. Aber gut. Okay. Genau. Was war phänomenal an diesem Wochenende? Wir haben ja systemisch, energetisch gearbeitet. Wir hatten das großartige Format Re-Imprinting, was jedes Mal einschlägt wie eine Bombe. Dieses Mal war es genauso, also im positiven Sinne. Danach gibt es ganz viele Ressourcen und dann diese ganzen vielen kleinen Formate aus dem ebenfalls aus dem systemisch-energetischen Bereich. Zum Beispiel, du bist das Meer. Richtig. Und ich will noch gar nicht viel mehr verraten. Es macht wirklich Sinn. Ich glaube, ich wiederhole es nochmal. Es macht Sinn, einfach mal herzukommen. Das hast du schön gesagt. Genau. Ja, genau. Ansonsten sozusagen jetzt die rein für auf dem Laufenden bleiben Vermeldungen. Gestern kam die vorletzte Folge von dem Newsletter über glückliche Beziehungen trotz NLP. Nächste Woche kommt die entscheidende Antwort. Ich hoffe, ich finde sie. Letzte Woche erschien... Könnt ihr euch vorstellen, ich habe meinen Podcast Nummer 42 gemacht und mir war nicht bewusst, dass es der 42. ist. Ich habe so viele E-Mails bekommen zum Thema, endlich macht Ralf die 42. Und das Lustige ist, nachdem ich ja das ABC des NLP durchgegangen bin, ich kam über A und B nicht hinaus, weil ich rede halt so viel, fanden viele sehr passend, dass ich in Podcast 42 Antworten gebe. Also werde ich jetzt dann bei 84 vermutlich weitermachen. Nächsten Donnerstag im Studio Jablonski kommt Dagmar mit Geld. Wie man durch, indem man sie anguckt, reich wird, glaube ich, das ist das Thema. Also du musst dich ins Webinar einschalten, du musst Dagmar angucken eine Stunde und hinterher wirst du merken, dein Bankkonto fühlt sich wie von selbst. An dieser Stelle ein Gruß von mir, Dagmar. Ich werde ganz genau hinschauen und gucken, was da so zu sehen ist. und dann kommt der nächste Newsletter am nächsten Samstag. Und das war's mit diesem Wochengruß. Ich danke euch sehr für dieses Mitwirken. Ich tapp jetzt Richtung Kamera und zähle bis drei. Und in dem Augenblick winken wir alle nochmal. Ich von hinter der Kamera, da sieht man es nicht. Und das war's vom zweiten Advent. Tschüss. Und winke, 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 winke. Tschüss.